hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um die Frage, wie binde ich ein Garmin GPS-Gerät in ein Ubuntu-System ein? Und zwar zum Beispiel so ein Gerät hier, ein Garmin GPS-Map oder so ein eTrix, was ich am meisten benutze. Wäre so mein Lieblingsgerät. Ja, wie man vielleicht sieht, im Laufe des Jahres hat sich so einiges an GPS-Geräten so angesammelt. Und dabei muss ich auch noch sagen, ich habe schon etliche wieder ausgemistet. Zum Beispiel die ganze Edge-Reihe, die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich eigentlich zum Fahrradfahren mich eigentlich jetzt nur auf diese Wandergeräte konzentriere. Ich komme damit einfach besser klar. Den ganzen Schnickschnack, was die Edge-Geräte haben, die brauche ich nicht. Aber ist natürlich ein anderes Thema und ist natürlich auch Geschmackssache. Und die Geräte haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Ich kann euch jetzt halt eben nur GPS-Map bzw. eTrix zeigen. Aber an der Grundfunktion ändert sich daran nichts. Das betrifft natürlich jetzt alles, was ich zeige, gilt natürlich dann auch für die anderen Garmin-Geräte auch. Ja, Anlass dieses Video war ein Video von dem Kanal Stefan Foto. Und zwar hat er ein Video gepostet, Umsteigen von Windows auf Linux in 2024. Und da hat er natürlich so ein paar Schwierigkeiten, hat er natürlich dann da bemängelt und auch unter anderem, dass es Probleme gibt mit einem Garmin GPS-Gerät. Und deswegen dachte ich mir so, komm, ich mache mal jetzt ein Video und zeig mal, wie ich das Ganze so angehe, wie ich das Problem gelöst habe. Das Flaggschiff unter den Apps von Garmin ist mit Sicherheit Basecamp, die Software, die man auch offiziell auf der Seite hier herunterladen kann. Und die gibt es allerdings nur für Windows bzw. noch für Mac. Und das war's. Wir Linux-User gehen natürlich damit wieder leer aus, weil das ist wirklich eine tolle Software, mit der man sehr gut planen kann und solche Dinge halt eben. Aber die gibt es leider nicht für Linux. Aber es gibt eine Alternative, auch in den offiziellen Paketquellen. So, aber als erstes werde ich erstmal das Garmin GPS-Gerät dementsprechend mit dem Computer hier verbinden. Wie macht man das? Natürlich mit dem USB-Kabel. Ich denke, das bekommt jeder hin. Und dann wird dann gleich irgendwann dementsprechend hier die USB-Verbindung hergestellt. So müsste das dann ungefähr bei euch aussehen. So, und wenn das GPS-Gerät mit dem Computer verbunden ist, dann werden die Symbole hier unten eingeblendet oder man öffnet ganz einfach hier den Dateienbrowser und hier hätten wir in dem Fall zwei Verzeichnisse. Einmal ist hier so eine SD-Karte drin, wo die ganzen Karten drauf sind und hier in dem Verzeichnis, genau hier wären die Karten drin. In dem Fall habe ich jetzt hier vier Karten drauf. Jeweils zwei MTB-Karten, eine Routenkarte und die Knotenkarte von Holland ist noch drauf. Und diese Karten, die muss man sich dann dementsprechend auf sein Verzeichnis kopieren. Und das wäre jetzt hier das Verzeichnis vom Garmin selbst. Und wichtig ist eigentlich einmal der Ordner hier. Hier werden die ganzen Tracks drauf, die man draufgespielt hat, die man abfahren kann. Und hier im Archiv wären die gefahrenen Tracks drauf. Unter Screenshot mache ich mir immer noch so Screenshots von meinen ganzen Touren, die ich gefahren bin. Dann hat man halt eben auch noch ein bisschen was für seine Statistik. Ja, hier kann man ganz klassisch Copy and Paste halt eben in diesem Ordner, wo ich gerade drin war. Ja, wo ist er denn? Kann man hier seine GPX-Datei dann dementsprechend einfügen, die man, was ich bei Komoot erstellt hat oder wo auch immer. Und dann kann man die dementsprechend abfahren. Das wäre so eine ganz einfache, simple Anwendung, wie man ein Garmin GPS-Gerät ja unter Linux verwendet. So, hier wäre der Tux aus dem Schnitt. Und zwar beim Schneiden des Videos ist mir aufgefallen, dass ich bei QMap-Check war meine Facecam genau rechts unten in der Ecke und da habe ich ziemlich viel mit der Maus rumgewerkelt, sodass ihr im Endeffekt nicht viel gesehen habt. Deswegen dachte ich mir so, switche ich mich mal ganz kurz nach links, so beammäßig und nehme das Ganze nochmal neu auf. So, und wie von Geisterhand wäre ich jetzt auf der linken Seite. Ja, ich öffne jetzt mal QMap Check. Wie gesagt, das gibt es unter den offiziellen Paketquellen.
Einzigste ist, es läuft nicht unter Wayland. Deswegen müsst ihr es auf jeden Fall auf X11 stellen, euer System. So in etwa wird bei euch auch QMap-Check aussehen. Es kann sein, dass bei euch noch so ein paar andere Fenster mit angezeigt werden. Vielleicht sieht das in etwa so bei euch aus, dass hier etliche Fenster noch auf sind. Die kann man hier oben in der Menüleiste, kann man die dementsprechend deaktivieren und auch wieder aktivieren. Wichtig ist bei den ganzen Fenstern natürlich, dass hier dieses Fenster aktiv ist. Genau, Ansicht, weil hier drüber kann man die ganzen Karten dann im Endeffekt an- und abwählen. Einfach rechte Maustaste in dem freien Feld und dann auf Kartenverzeichnis angeben klicken und hier mit dem Pluszeichen den Ort wählen, wo eure Offline-Karten drauf sind. Ja, wie kommt man an Online-Karten oder beziehungsweise Offline-Karten ran? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, sag ich mal. Ich zähle jetzt mal so nur so ein, zwei Möglichkeiten auf. Entweder nehmt ihr die Karten, die auf eurem GPS-Gerät drauf sind, kopiert die einfach am besten auf eure Hardware drauf, auf eure Festplatte drauf und greift dann dementsprechend darauf zu. Oder es gibt diverse Quellen, von denen man sich halt eben explizit Garmin OpenStreetMap-Karten kostenlos herunterladen kann, unter anderem von meiner Homepage. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe oder das jetzt im nächsten Step im Anschluss jetzt gleich zeigen werde. Auf meiner Homepage stelle ich auf jeden Fall Karten zur Verfügung zum freien Download, die ihr auf jeden Fall auch mit QMap-Check benutzen könnt. Also diese Karten sind einfach fürs Garmin-GPS-Gerät und für QMap-Check funktionieren die gleich gut. Genau, dann werden wir zurück bei QMap-Check, dann einfach auf Öffnen klicken und dann nochmal hier auf OK und dann werden alle Karten, die in diesem Verzeichnis sind, mit eingebunden. Man kann auch mehrere Orte eingeben, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwo im Tiefen meines Systems habe ich noch andere Karten versteckt, dann könnte man hier auch noch ein weiteres Verzeichnis angeben. Aber in der Regel hat man, denke ich mal, ja nur ein Verzeichnis. Und darauf kann man dann dementsprechend dann zugreifen. Jetzt sehen wir zwar hier die Karten, aber sehen die Karte als solches immer noch nicht. Aber das ist ganz einfach. Rechte Maustaste und das ging jetzt ziemlich schnell. Rechte Maustaste, mal machen wir mal zurück, auf Aktivieren klicken. Das ist eigentlich alles. Man kann sich sogar mehrere Karten gleichzeitig anzeigen lassen. Man sagt zum Beispiel die Holland-Karte oder die Karte von Deutschland. Dann sind natürlich, werden jetzt beide angezeigt und dann geht es so ein bisschen nach dem Layer-Prinzip. Da muss man die natürlich dann so ordnen, dass die eine Karte die andere nicht verdeckt. Könnte ich die zum Beispiel jetzt hier nach oben schieben, dann wäre die jetzt im Hintergrund. Also ähnlich wie bei GIMP auch, so mit den Ebenen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und man kann die dementsprechend hier wieder deaktivieren. Oder ich kann auch sagen, ich möchte jetzt hier die OpenMTB-Map. Das wäre auch eine Quelle, könnte man sich auch anzeigen lassen, dann dementsprechend wieder deaktivieren. Ja, aber ich beschäftige mich jetzt erstmal so mit meiner eigenen Karte, so würde die jetzt aussehen, die ich jetzt selbst erstellt habe, mit QMap, nicht mit QMap, mit dem Map Composer, welches auch unter Linux funktioniert. Ja, das sieht jetzt so aus, dass jetzt der ganze Routenverlauf von Wanderwegen und Mountainbikewegen hier dargestellt werden. Die Unterscheidung sind die Punkte. Schwarze Punkte sind dann reine Wanderwege und die roten Punkte sind im Endeffekt reine oder können natürlich auch gescherte Trails sein. Das wäre auf jeden Fall der Routenverlauf von einer offiziellen Mountainbike-Route. Hier in dem Fall, mir einige werden es erkannt haben, wie jetzt hier zum Beispiel von der Bike Arena Sauerland dieses Zeichen inklusive mit der Nummerierung. Genauso wäre das jetzt hier mit dem Wanderweg X15. Und dann gibt es hier noch etwas, und zwar wenn das jetzt hier diese Punkte bedeuten eigentlich immer, hier ist ein Trail. Das ist unheimlich interessant für Mountainbiker und dann auch farblich hinterlegt, welchen Schwierigkeitsgrad dieser Trail hat. Laut den Daten von OSM muss man immer dabei sagen, aber da kann man sich schon recht gut drauf verlassen. So in etwa wäre jetzt zum Beispiel meine Karte aufgebaut. Das Programm macht natürlich auch Sinn mit einem Garmin-Gerät. So, das Garmin-Gerät wäre jetzt schon eingestöpselt. Ja, wie bekomme ich das jetzt hier mit QMap-Check verknüpft? Klar, wie gesagt, wichtig ist es natürlich, dass es mit USB-Kabel verbunden ist und dann einfach mal auf dieses Fähnchen hier oben klicken. Und dann geht ein neues Fenster auf. So,
Und hier wird auch sofort das Garmin-Gerät erkannt. Wenn man jetzt hier einmal draufklickt, auf diesen kleinen Mini-File, dann geht die ganze Baumstruktur auf von dem Garmin-Gerät und zwar direkt zu den GPX-Tracken. Hier wäre jetzt das Verzeichnis Archiv, wo alle GPX-Tracks, die ich gefahren bin, archiviert werden. Und die in den normalen Track-Verzeichnis sind von Garmin, die befinden sich dann hier oben. Und hier sehe ich gerade, habe ich drei Touren nur drauf. Genau, das liegt daran, weil ich in Thüringen eine Mountainbike-Tour unternommen habe oder mehrere. Und die sieht man hier dann dementsprechend dann hier. Und man kann die sich natürlich auch dementsprechend ein- oder ausblenden. Man sagt, nee, ich möchte nur die eine bestimmte Tour sehen. Dann kann man die natürlich dementsprechend auch ausblenden. Jetzt sehe ich die natürlich doppelt, weil die hier unten auch nochmal drin sind. Deswegen haben wir die jetzt hier zweimal drin. So, jetzt hätten wir zum Beispiel jetzt nur eine Tour. Die sind immer noch, nee, ist eine Tour, genau. Und hier bekommt man auch sofort Zahlen, Daten, Fakten geliefert, Länge, Höhenmeter rauf, Höhenmeter runter, Durchschnittsgeschwindigkeit, wann das war. Und dann kann man hier auch irgendwo sich noch mehr Details anschauen lassen. Ich glaube, unter Bearbeiten, genau, gibt es hier auch noch mal etliche Informationen zu jedem einzelnen Punkt. Gut, wer es braucht, kann man machen, muss man nicht. Damit habe ich mich eigentlich noch nie beschäftigt. Soll aber für den einen oder anderen, soll das wohl höchstwahrscheinlich auch interessant sein, solche statistischen Auswertungen. Ich behaupte mal, dass GoMap checkt also ziemlich alles raus ausspuckt, wenn man es haben möchte. Ja, was ist noch ganz gut? Man kann zum Beispiel Tracks auch dann hinterher noch bearbeiten. Einfach Rechtsklick auf den Track und dann auf Trackpunkte bearbeiten gehen. Und dann wird der ganze Track hier so gepunktet dargestellt. So, und jetzt hat man hier die Möglichkeit zu sagen, okay, die Tour, die war super, nur beim nächsten Mal möchte ich irgendwie anders fahren. Ich möchte zum Beispiel diesen kleinen Weg hier mitnehmen. Dann hat man hier oben so eine Art Werkzeugkasten mit Punkte verschieben, Punkte hinzufügen und solche Geschichten. Das wäre jetzt zum Beispiel Punkte verschieben. Sagt, nee, ich möchte beim nächsten Mal diesen Weg hier mitnehmen. Zwar von da bis da. Und die anderen Punkte könnte man jetzt eigentlich löschen. Ja, dann habe ich hier irgendwo noch einen Verfahrer drin. Den muss ich beim nächsten Mal ja auch nicht mitnehmen. Den löschen wir ja einfach raus. Und dann fahre ich beim nächsten Mal dementsprechend richtig. Jetzt sehe ich hier gerade, hier hat das GPS-Gerät ein bisschen unsauber aufgezeichnet. Ich mache da noch ein paar Punkte hinzu, damit ich mich auf jeden Fall hier bei den vielen Abzweigungen besser zurechtfinde. Einfach mal nur so als Beispiel. Dann kann man sich das hier ganz auch nochmal anschauen. Sagen, ja, hier ist okay. Und dann, ah, nee, hier, da war ein schönes Haus. Das möchte ich mir beim nächsten Mal näher anschauen. Fahren wir beim nächsten Mal hier auch noch hin. Na, könnt ihr natürlich auch Punkte verschieben machen, dann macht mehr Sinn. So, na. Und hier fügen wir noch einen Punkt hinzu. So. Und schon wäre für nächstes Mal die Runde dementsprechend perfekt. Ja, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, wie man halt eben Garmin-GPS-Geräte mit Linux vernünftig benutzen kann. Also QMap-Check ist auf jeden Fall meine allererste Wahl. Und es gibt dann noch andere Möglichkeiten, andere Apps und die möchte ich an der Stelle auch mal ganz kurz vorstellen. So, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt ein Software Center zum Beispiel, gibt es noch so ein paar Apps, die man auch so direkt out of the box so installieren kann und die man halt eben auch dementsprechend auch sehr gut verwenden kann. Einfach mal Software Center öffnen, also die Softwareverwaltung und dann einfach mal untersuchen, einfach mal GPS bzw. GPX einfach mal eingeben. Und hier werden auch noch so ein paar andere Programme vorgeschlagen, zum Beispiel GPS Pune ist eigentlich auch ganz gut. Oder dann gibt es noch GPS Correlate, das ist natürlich jetzt nur für die Fotobearbeitung interessant, dass man halt eben bei Fotos, gerade die man so mit dem Handy so aufnimmt, da sind ja auch GPS-Daten hinterlegt und die kann man hiermit auch irgendwie manipulieren, die GPS-Daten löschen, bearbeiten oder sich die auf der Karte dann genau anzeigen. Ja, wo war das denn?
ist das für mich jetzt nicht so interessant. Geotracking, ja, sieht man ja, dann kann man dementsprechend dann auch da noch einiges mitmachen. Navit, ja, das wäre ja praktisch, dann kann man sein GPS-Gerät so als Art Navi fürs Auto benutzen. Habe ich auch noch nie benutzt. Foxtrot ist eigentlich auch noch ganz bekannt. Einfach mal testen. Viking habe ich ja installiert. Das habe ich euch etwa schon gezeigt oder werde ich euch noch zeigen. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das Video zusammenschneide. GPX Viewer, ja, der ist so ähnlich wie Viking. Das ist eine etwas abgeschwächte Version von Viking. Puh, kann man sich auch mal anschauen. Oder ich meine, wenn man GPX eingibt, GPX, dann findet er, meine ich, noch andere Programme. Genau, GPX Viewer gibt es noch. Ja, der ist auch so ähnlich wie Viking. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache, ne? Ob man jetzt den oder den nimmt. Yosem ist eigentlich interessant für OpenStreetMap-Mapper, was ich unter anderem ja auch mache. Und dann hat man hier eine wunderschöne Software, mit der man halt eben alle Daten vernünftig eingeben kann und auch so Stapelbearbeitung macht. Oder einfach mal auf der Seite von Ubuntu Users gucken. Hier sind auch noch etliche Möglichkeiten drauf, was man noch benutzen kann. GPS Bubble zum Beispiel. Ja, hier wäre auch wieder QMapCheck, Viking, MKG Map, das zum Erstellen von Karten und was es hier noch so alles gibt. Also da muss man natürlich vielleicht gegebenenfalls auch nochmal selber so ein bisschen, ja, einfach mal schauen, was gibt es da so halt eben. Dann gibt es noch Route Convert als Beispiel. Und das ist, meine ich, auch ein Java-Paket. Genau, Java 17 benötigt man. Also wird auch unter Linux auch akzeptiert und kann man dementsprechend auch benutzen. Oder bei Flatpak Hub mal nachschauen und hier einfach mal eingeben GPS. Ja, vieles wiederholt sich dann. Aber ich meine, da gibt es noch eine App, die nennt sich Cycling. Oder es war App Image Hub eingeben. Da haben wir schon App Image Hub. Und dann hier mal schauen. GPS. Ja, hier gibt es auch noch so ein paar Sachen. Ja, GPS Bubble. Ja, vieles wiederholt sich auch. Einfach mal Garmin eingeben. Ja. Genau, Qlan-Karte, ja, das ist der Vorgänger von QMapCheck. Das hatte ich früher benutzt. Wird aber, meine ich, nicht mehr weiterentwickelt. Hier, Training Chart, was ist das denn? Das kenne ich auch nicht. Ja, einfach mal testen, das kenne ich jetzt nicht. Wenn einer so auf Trainingsdaten steht, je nachdem, für was man das Gerät auch verwendet, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. QC oder QC. Ja, das ist wohl, denke ich mal, so ein ganz einfaches zum Betrachten von GPX-Tracks. Warum nicht? Und da gibt es noch ein Programm, was aber nicht in den offiziellen Paketquellen ist. Das nennt sich TrackGuru. Das findet ihr zum Beispiel auf meiner Homepage. Einfach mal eingeben: MTB Tour Map. Jimdo-Site. Genau, das wäre jetzt meine Homepage. Und die beschäftigt sich jetzt damit mit OpenStreetMap-Karten für Mountainbiker, für Touren-Mountainbiker wohlgemerkt. Die ist dafür optimiert. Und hier kann man sich dementsprechend die Karten, die ich auch gerade gesehen habe, kostenlos herunterladen. Einmal eine Desktop-Variante und einmal eine Variante für, ja, ich behaupte mal, für alle Garmin-Geräte aus der Edge-Reihe, aus der GPS-Map-Reihe, aus der eTrix-Reihe. Habe ich noch irgendeine vergessen? Und ich glaube, so auf den Uhren funktioniert die sogar auch. Und dann gibt es noch als extra Layer, gibt es noch ein Wanderlayer, den man sich dementsprechend auf die Karte draufpacken kann. Und dann kann man sich das Ganze dementsprechend an- und abschalten. Knotenkarte von Holland gibt es noch.
Das ist für reine Tourenbiker, also ohne Mountainbike, ganz normale Trekking-Tourer. Ist die vielleicht interessant? Ja, hier nochmal so ein paar Quellen. Spezialkarten habe ich noch. Dachkarte, eine reine Alpenkarte, jeweils für Mountainbiker. Hier nochmal ein paar Screenshots habe ich nochmal gezeigt. Dann gibt es eine MTB Holland Map. Ja, auch in Holland gibt es sehr viele Mountainbike-Wege, offiziell ausgeschildert. Ja, sind die sogar besser bestückt als wir hier in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Und noch so eine kleine Spaßkarte, so eine reine Zechenkarte aus dem Ruhrgebiet mit allen Halden, Zechenpunkten, Fördertürme und was es da nicht noch so alles so gibt. Stollen, Erbstollen, auch noch mal ganz interessant hier. Sind auch vermerkt. Ja, ich wollte euch ja den Trek-Guru zeigen. Den könnt ihr hier auf meiner Homepage herunterladen. In der Version 1.2 einfach auf Download und dann erhaltet ihr ein Debian-Paket. Da könnt ihr auf allen Debian-basierten Systemen installieren. Also Ubuntu, Linux Mint, Pop OS, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Darauf läuft das alles ohne Probleme. Habe ich schon selbst getestet. Ich habe das natürlich schon installiert und das sieht dann so aus. Genau, das wäre der Trek-Guru. Hier kann man sich dementsprechend auch ein paar Karten anzeigen lassen. Wir bleiben ja hier bei der Wanderreitkarte und kann die ganz normal hier sich so durchseppen und hier über Ändern muss man zu seinem GPX-Pfad hingehen. In dem Fall habe ich jetzt hier gar nicht so viele drauf. Sag ihn öffnen und hier hat jetzt zum Beispiel eine Rheinroute. Ja, sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Ich mache mal eine andere Karte. So sieht man es vielleicht besser. Genau, so wie ich gefahren bin. Und hier gibt es auch noch mal etliches zu Auswertung, maximale Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, höchster Punkt, niedrigster Punkt. Und so weiter. Dann kann man den ganzen Track, kann man sich auch nochmal glätten lassen. Man kann Tracks, glaube ich, sogar zusammenführen. Ja, und solche Geschichte. Und hier auch nochmal, wenn irgendwo welche Fehler drin sind. Hier war man langsam, hier war man schnell. Okay. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Hier auch mit Höhenprofil. Und dann kann man das Ganze hier auch nochmal irgendwie bearbeiten, irgendwelche Punkte rausschneiden und solche Geschichten. Ja, das war so ein kleiner Einblick von Garmin GPS-Gerät unter Ubuntu. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Map Composer. Hiermit kann man sich eigene Karten erstellen, also die ich praktisch auf meiner Homepage veröffentliche. Die sind alle hier mit dem Map Composer erstellt worden. Ja, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, sage ich mal, um jetzt hier drauf einzugehen. Also man kann hier alle Flächen, alle Pios kann man hier selbst bearbeiten. Das ganze Look and Feel kann man ändern. Die ganzen Icons kann man nach eigenen Bedürfnissen erstellen. Ja, solche Möglichkeiten gibt es alles unter Ubuntu. Ja, ich denke mal, das ist schon ja doch schon eine recht große Auswahl an Programmen, die einem zur Verfügung stehen, mit wenn man ein stolzer Besitzer eines Garmin-Gerätes ist und dementsprechend die Daten auch verwalten möchte. Ansonsten kann man natürlich auch ganz normal den GPX-Tracks unter Linux auch herunterladen oder beziehungsweise über einen Datei-Explorer dementsprechend dann ja runterziehen und auf Strava oder Komoot und wie die ganzen Online-Apps da alle heißen, dementsprechend auch ganz normal hochladen. Das funktioniert natürlich auch genauso gut, genau wie unter Windows. Ja, und das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!